Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Rückblick auf das Jahr 2018. Ich habe lange überlegt, wie ich das dieses Jahr mache. Ich habe wieder eine Statistik geführt, aber ich wollte da jetzt auch nicht so sehr im Detail drauf eingehen. Und so dachte ich, ich mache das dieses Jahr etwas anders. Ich nehme euch einfach auf meine Lesereise mit und wir umrunden gemeinsam den Globus. Ich zeige euch alle Bücher, die ich im Jahre 2018 gelesen habe. Nicht alle habe ich in physischer Form hier bei mir. Einige habe ich bereits wieder weggegeben, andere habe ich zugleich als E-Book gelesen oder als Hörbuch gehört, sodass ich euch die Bücher dann einfach einblende. Aber ihr müsstet, wenn ich keins vergessen habe, alle Bücher jetzt nacheinander sehen, die ich 2018 gelesen habe. Ich werde zu den einzelnen Titeln nicht viel dazu sagen, nur das Buch kurz hochhalten. Ich nenne den Titel und meine Sternebewertung. Wenn ihr mehr darüber wissen möchtet, dann könnt ihr mich entweder in den Kommentaren danach fragen oder ihr könnt einfach mal auf meinem Kanal schauen. Alle Bücher habe ich bereits in Lesemonaten besprochen oder Einzelrezensionen gedreht und da könnt ihr dann einfach mehr darüber erfahren. Falls euch auch das Kriterium interessiert, wie ich dabei vorgegangen bin, ich habe mir den Autor herausgesucht, sie oder ihn gegoogelt und bin nach dem Geburtsland vorgegangen. Das kann vielleicht bei dem einen oder anderen Buch ein bisschen kontrovers diskutiert werden, ob der Autor dann auch wirklich für das Land zählt. Irgendein Kriterium musste ich ja aber anwenden, nachdem ich mich richte, um die Bücher ordentlich einordnen zu können. Wir können auch darüber gerne in den Kommentaren sprechen, falls ihr eine bessere Alternative vielleicht für 2019 für mich im Kopf habt. Jetzt wünsche ich euch allerdings erstmal viel, viel Spaß. Wie die meisten von euch wissen, lebe ich in Krakau, deswegen starten wir unsere Weltreise in Polen mit Delfina Wołowik-Joachim Ringelnatz. Dichtung und Kunst vor Beginn des Nationalsozialismus. 4 Sterne. Olga Tokarczuk Flights. 3 Sterne. Auf unserer Reise Richtung Westen kommen wir zuerst durch die Tschechische Republik mit Karel Poláček, die Bezirksstadt. 4 Sterne. Iva Procházková Orangentage. 2 Sterne. Es geht nun Richtung Süden nach Österreich mit Milena Michiko-Flaschau, Herr Kato spielt Familie, 5 Sterne. Tarek Leitner und Peter Köln, Hilde und Gretel über den Wert der Dinge, 3 Sterne. Es geht weiter südwärts nach Italien und zugleich reisen wir auch in der Zeit, denn es geht eigentlich ins alte Rom mit Aulus Gellius Noctis Atticae oder die attischen Nächte, 4 Sterne. Und im frühen Mittelalter hat Benedikt von Nursia die Benediktsregel geschrieben, 3 Sterne. Langsam geht es dann wieder zurück in den Norden und in die Schweiz mit Friedrich Glauser Gorama, 3 Sterne. Gianna Molinari, hier ist noch alles möglich, 4 Sterne. Und Adolf Muschk, Heimkehr nach Fukushima, 2 Sterne. Und wir sind in Deutschland angekommen. Zuerst mit Kerstin Giers Wolkenschloss, 4 Sterne. Und wir bleiben in der Jugendliteratur mit Eva Völler und ihrer Zeitenzauberreihe, die ich als Hörbuch hörte. Der erste Teil, die magische Gondel, 3 Sterne. Der zweite Teil, die goldene Brücke, 2 Sterne. Und der dritte Teil, das verborgene Tor, 3 Sterne. Ich versuchte mich dann auch an der Nachfolgereihe auf Ewig Dein, die Time School-Reihe, der erste Band, den ich jedoch abbrach, deswegen einen Stern. Wir machen jetzt einen großen Sprung, zumindest genretechnisch, denn es geht weiter mit Hans Jakob Christoph von den Grimmelshausen, der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch und Continuatio, 4 Sterne. Dazu passend Volker Maid, der 30-jährige Krieg in der Barockliteratur, ebenfalls 4 Sterne. Annette von Droste-Hülshoff, die Judenbuche, ebenfalls 4 Sterne. Walter Mörs Prinzessin Insomnia und der albtraumfarbene Nachtmahr, 2 Sterne. Dietmar Dart, Karl Marx, 3 Sterne.
Jürgen Harris, Marx und Engels, Porträt einer intellektuellen Freundschaft, 5 Sterne. Rüdiger Schaper, Alexander von Humboldt, der Preuße und die neuen Welten, 3 Sterne. Karl Marx und Friedrich Engels, die deutsche Ideologie, eine Auswahl, 4 Sterne. Dennis Gastmann, der vorletzte Samurai, 2 Sterne. Jakob Nolte, Schreckliche Gewalten, 2 Sterne. Gunther Reinhardt, Twin Peaks, 4 Sterne. Jörg Fündling, Asterix, 3 Sterne. Anja Döllinger und Walter Mörs, Zamonien, eine Entdeckungsreise durch einen fantastischen Kontinent, ja, 2 Sterne. Wolfram von Eschenbach, Willehalm, 4 Sterne. Bodo Kirchhoff, Dämmer und Aufruhr, 3 Sterne. Eckhard Nickel, Hysteria, 4 Sterne. Bibi Blocksberg, der Bankräuber, 3 Sterne. Helene Hegemann, Bungalow, 1 Stern. Susanne Röckel, der Vogelgott, 2 Sterne. Carsten Schliefski, die Geschichte des Staates Israel. Und nochmal Carsten Schliefski, die Geschichte des Staates Israel, 4 Sterne. Stefan Thome, Gott der Barbaren, 3 Sterne. Theodor Fontane und wir sehen schon den Stern, Weihnachten mit Fontane, 3 Sterne. Walter Mörs, Weihnachten auf der Lindwurmfeste. Ich bin unschlüssig zwischen 1 und 2 Sternen. Es geht weiter in die Niederlande mit Conny Palmen, Die Sünde der Frau, 3 Sterne. Und Josefa Mendels, Du wusstest es doch, 5 Sterne. Wir drehen jetzt eine kleine Schleife durch Skandinavien. Zuerst kommen wir nach Norwegen und zu Karl Ove Knausgård im Frühling. Das hat 4 Sterne bekommen. Und der abschließende Band seiner Jahreszeitenreihe im Sommer, 5 Sterne. Es folgt Finnland mit dem finnischen Epos, niedergeschrieben von Elias Lönnrot, Kalevala, 4 Sterne. Und wir sind in Dänemark angekommen, genauer gesagt in Kopenhagen, mit Katrine Engbergs Krokodilwächter, 3 Sterne. Nun ist es an der Zeit, dass wir nach Großbritannien kommen. Und mein Jahr begann mit einer britischen Ikone, David Robinsons Chaplin, 3 Sterne. Jonathan Swift, Gullivers Reisen, 4 Sterne. Fiona Mosley, Elmet, 5 Sterne. H.G. Wells, The First Man in the Moon, 1 Stern. Felicity Everett, Das Paar aus Haus Nummer 9, 2 Sterne. Evelyn Waugh, Expeditionen eines Gentleman, 2 Sterne. Simon Beckett, Die Chemie des Todes, 3 Sterne. Belinda Bauer, Snap, 3 Sterne. James Matthew Barry, Peter Pan, 4 Sterne. Eve Harris, Die Hochzeit der Hani Kaufmann, 5 Sterne. Ali Smith, Die ganze Geschichte und andere Geschichten, 3 Sterne. J.K. Rowling, Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, hier in der polnischen Ausgabe, 2 Sterne. Matt Haig, Die Radleys, 2 Sterne. Barbara Wine, Die im Dunkeln sieht man doch, 3 Sterne. Robin Robertson, The Long Take, 4 Sterne. Von Großbritannien wenden wir uns wieder ein wenig nach Süden und kommen nach Frankreich. Kurioserweise heißt das erste Buch hier Lissabon. Das ist ein Kochbuch von Sylvie da Silva. Dem Buch habe ich 3 Sterne gegeben. Und der erste Teil der Asterix-Comic-Reihe hat 2 Sterne bekommen. Abgebrochen jedoch habe ich Virginie Despentes Vernon Subutex und demzufolge 1 Stern. Und bevor wir den Kontinent verlassen, kommen wir nochmal kurz durch Spanien mit Ramon José Sender, Requiem für einen spanischen Landmann, 5 Sterne. Wir sind in Nigeria gelandet und haben Chimamanda Ngozi Adichie als nächstes auf der Liste. Zunächst mit We Should All Be Feminists, 4 Sterne und Dear Ijeavele, 3 Sterne. Leider war das einzige afrikanische Land meines Lesejahres 2018 und wir wenden uns nach Südamerika.
Zunächst kommen wir in Brasilien an mit Joaquim Maria Machado de Assis, das babylonische Wörterbuch, 3 Sterne. Weiter geht es mit Argentinien und Martin Carparos, der Hunger, 4 Sterne. Und auf dem Weg in die USA halten wir nochmal schnell auf Kuba an. Dort ist nämlich Paul Lafargue geboren und sein Recht auf Faulheit hat von mir 4 Sterne bekommen. Und in den USA traf ich zuerst auf Stephen und Owen King mit Sleeping Beauties, 2 Sterne. Robin Hobb, der Erbe der Schatten, 3 Sterne. Tom Hanks, Uncommon Type, 3 Sterne. John Williams, Nichts als die Nacht, 4 Sterne. Aaron Mahnke, The World of Lore, 4 Sterne. Soman Chainani, The School for Good and Evil, 4 Sterne. Andy Weir, Artemis, 4 Sterne. F. Scott Fitzgerald, Der große Gatsby, 5 Sterne. Anthony Durr, Memory Wall, 3 Sterne. PC and Kristen Cast mit den ersten beiden Bänden der House of Night-Reihe. Der erste Band hat für mich 2 Sterne bekommen, den zweiten Band habe ich abgebrochen, demzufolge 1 Stern. Donald Ray Pollock, Die himmlische Tafel, 5 Sterne. Becky Chambers, The Long Way to a Small and Angry Planet, 3 Sterne. Scott Frost, Diane, The Twin Peaks Tapes of Agent Cooper, 3 Sterne. Catherine M. Valente und die ersten beiden Teile ihrer Fairyland-Reihe. Ich habe beiden 2 Sterne gegeben und dann die Reihe nicht mehr weitergeführt. Matthew Weiner, Heather, The Totality, 3 Sterne. Brian K. Vaughan und Fiona Staples mit Saga. Ich las den 6. Band hier auf Tschechisch, deswegen der Strich über dem A, 4 Sterne. Den 7. 3 Sterne und den 8. ebenfalls 3 Sterne. Sinclair Lewis Main Street ebenfalls 3 Sterne und auch George Saunders Lincoln in the Bardo hat 3 Sterne von mir bekommen. Grace Paley Die kleinen Widrigkeiten des Lebens 2 Sterne. Gabe Hudsons Rück der Schreckliche habe ich abgebrochen 1 Stern. PC Cast und der erste Teil der Tales of Partholon Reihe auserwählt 3 Sterne. Stephen King Elevation 3 Sterne. Und wir machen einen ganz kurzen Abstecher nach Kanada. Ich habe Anne of Green Gables zumindest begonnen, dann aber abgebrochen, deswegen 1 Stern. Wir reisen über den Pazifik und kommen nach Japan. Zunächst mit Kazuo Ishiguro, mein 20. Jahrhundert und andere kleine Erkenntnisse, 3 Sterne. Auch Hiro Arikawa, The Traveling Cat Chronicles, hat 3 Sterne von mir bekommen. Ebenso wie Haruki Murakamis Die Ermordung des Kommentatore Teil 1, eine Idee erscheint. Das Buch der klassischen Haiku erhielt 4 Sterne von mir. Wir wenden uns als nächstes nach Südkorea. Han Kang, The White Book, 4 Sterne. Es gibt einen ganz kurzen Zwischenstopp in China mit Shixin Liu, Der Spiegel, eine Kurzgeschichte, 3 Sterne. Wir erreichen Vietnam, Viet Thanh Nguyen, Die Geflüchteten, 4 Sterne. Wir halten auch mal kurz in Indien, Rupi Kaur, Milk and Honey, 2 Sterne. Und wir kommen nach Pakistan, Mohsin Hamid, Exit West, 3 Sterne. Als nächstes folgt der Irak, Ahmed Sadawi, Frankenstein in Bagdad, 4 Sterne. Weiter geht es mit Georgien und Goderzi Chocheli, Der scharlachrote Wolf, 3 Sterne. Auch diese Sammlung verschiedener georgischer Autoren, Georgien, eine literarische Einladung, hat 3 Sterne bekommen. Und es schließt sich der Kreis nun bald. Wir sind in Griechenland. Lafcadio Hearn Cheetah, 3 Sterne. Und Plutarch Glücklich sein, auch 3 Sterne. Natürlich habe ich ein Buch vergessen. Wir müssen noch einen kurzen Abstecher nach Ungarn machen.
Und eine dieser Nächte von Christina Wirach hat 4 Sterne von mir bekommen. Es geht nämlich wieder zurück in den Norden, in die Ukraine. Clarice Lispector, der große Augenblick, 2 Sterne. Und jetzt sind wir im Nachbarland, jetzt ist es nur noch ein Katzensprung und wir sind wieder in Polen gelandet. Und so haben wir die Welt einmal umrundet. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Ich wünsche euch nun ein ganz, ganz schönes Jahr 2019 mit vielen tollen Leseerlebnissen, aber auch echten, realen in eurem Leben. Viel Glück, viel Erfolg und ganz viel Gesundheit. Ich habe mir jetzt keine Leseziele für 2019 gesetzt, bis auf die Goodreads Challenge. Ich denke, ich werde da wieder mit 100 Büchern rangehen, mal schauen, ob ich sie erreiche oder nicht. Ist ja auch nicht so wichtig. Die Qualität zählt nicht so sehr, wie viel man liest, sondern dass hoffentlich viele Bücher dabei sind, die einem gefallen. Einzig ein bisschen mehr mit Tschechien möchte ich mich auseinandersetzen, so als Vorbereitung auf die Leipziger Buchmesse. Ansonsten ist so mein Leseplan sehr leer. Mal schauen, ich lasse das einfach alles auf mich zukommen und lese, wonach mir gerade der Sinn steht. Wie schaut es bei euch aus? Habt ihr Lesepläne? Habt ihr auch die Pläne und die Ziele, die ihr euch für 2018 gesetzt habt, erreicht? Habt ihr vielleicht auch so ein bisschen geschaut, wo die Autorinnen oder Autorinnen herkamen oder wo die Bücher spielten? Habt ihr da versucht, eine Vielfalt hineinzubekommen oder hattet ihr irgendwelche anderen Ziele, bei denen es euch schwerfiel, das zu erreichen oder die ganz einfach gingen? Mich würde das sehr interessieren, was ihr in 2018 erreicht habt und was ihr so für 2019 geplant habt. Damit bedanke ich mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und hoffe, wir sehen uns dann ganz bald im nächsten Video wieder. Tschüss!